So, und damit herzlich willkommen zurück zu Definitely Not Fried Chicken, wo wir heute wahrscheinlich erstmal damit starten wollen, dass wir einen kleinen Blick rüber auf unser Hummer-Restaurant werfen, was wir ja im Laufe dieses Parts auf jeden Fall öffnen wollen. Ich hoffe, da kommen vielleicht noch ein paar mehr Produkte rein, das wäre auf jeden Fall ganz nice. Eröffnen werden wir das aber heute auf jeden Fall. Sonst müssen wir natürlich hier im Auge behalten, dass wir das ein bisschen erweitern wollen, weil, und das hatten wir ja am Ende vom letzten Part ein bisschen gemerkt, hier ist nicht so besonders viel Produktion scheinbar. Deswegen sollten wir das hier ein bisschen, ja, aufleveln. Wie bist du da rübergekommen? Oh, okay, ihr könnt einfach da durchlaufen. Brauche ich also doch keine Laufwege in der Theorie? Oder ist das nur, weil da hinten nichts ist und die irgendwie so Idle Animation mäßig darüber laufen? Weil ich kann mir eigentlich irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass die das auch tun würden, wenn ich hier hinten Produktions-Shit aufgebaut hätte. Ich könnte es aber theoretisch mal ausprobieren. Ist ja eigentlich relativ simpel. So, Moment, wir würden gerne hierfür was machen, weil da haben wir nicht so besonders viel von. Das waren aber, glaube ich, auch die Dinge, oder? Die explodieren können, ne? Ja. Das probieren wir vielleicht mal auf der langsamsten Geschwindigkeit aus. Denn ich habe keinen Bock, dass mir alles wieder um die Ohren fliegt. Wir bräuchten das hier. Bauen wir das vielleicht mal hier hin. Okay, da explodierst du uns nicht. Das ist sehr schön schon mal. Dann bräuchten wir das hier auf jeden Fall. Und das hier. Dann brauchen wir noch Kühlung und Pulverisierung. Hier würde ich vielleicht so einen Weg durchmachen. Dann wir hier Kühlung und da hinten dann Pulverisierung. Du kommst darüber. Und dann können wir den ganzen Stuff hier eigentlich einstellen. So. Das hier, das passt ja schon. Hier müssen wir auch nochmal kurz umstellen und das auch. Ja, dann müssten wir hier von der Theorie mehr herstellen. Und gerade alle Leute hier in Pause. Das kann aber nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wir haben zwei verschiedene Schichten. Oh lol, das Badezimmer ist literally voll. Hier geht's. Da ist jetzt nicht so super viel los. Ich bin gerade aber verwirrt. Warum hätte gerade nichts getan, Leute? Die zwei Schichten überschneiden sich nicht. Normale Arbeiter, genau. Ja, es gibt Arbeitsplan 1 und 3, Leute. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich 1 und 3 nicht... Okay, 1 und 3 überschneiden sich. 1 und 4 überschneiden sich nicht. Ah. Okay, Moment, dann müssen wir das ein bisschen ändern. Moment, ihr sollt dann arbeiten. So, von mir aus könnte... Wie viel habt ihr? Ihr habt 3, 6, 8 Stunden. Ja, kriegt ihr auch noch ein bisschen was dazu. Ihr habt da. Vielleicht gehen wir hin und sagen, da noch mal ein bisschen früher. Hier irgendwie. Und dann bekommt er noch... Hier einmal. So, jetzt sollte das 24/7 laufen, hoffe ich. Da sind auf jeden Fall auch Leute da. Das ist schon mal ein Fortschritt. Die Frage ist, ob die Produktion jetzt auch tatsächlich schneller läuft und alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich halt noch nicht sicher. Was wir auf jeden Fall auch noch machen können, ist hier die Dinger, die momentan ja eingeteilt sind für Moon und drüben Stuff. Die einfach
nur auf Moon zu stellen. Ja. Nein, ich wollte nicht dich anklicken. Ich wollte das Teil hier anklicken. So. Denn dann können wir hingehen und nochmal auf langsam schalten, weil ne, die Dinge explodieren so super schnell, wenn man die einmal baut und die da nicht gebaut werden sollten. Und das weiß man ja so wirklich erst im Nachhinein. Also Moment, habe ich da für die Synthetisierung das Ding überhaupt gebaut? Ja, habe ich. Das brauchen wir nämlich auch hier drüben natürlich, aber nicht für die Sorte, sondern für die. Genau, das haben wir. Dann haben wir hier nochmal ein gutes altes Kühlregal. Und so ein Ding. So, Moment. Das hier stellen wir gerade mal schnell ein. Das da auch. Und das hier sowieso. Jetzt müssten wir eigentlich, wenn ich es halbwegs richtig im Kopf habe, von allen mindestens zwei Dinger haben. Insofern sollte das schon mal Fortschritt sein. Was ich auch tatsächlich mitbekommen habe, ist, dass zwischen dem letzten Mal, dass wir hier ein Ründchen Definitely Not Fried Chicken gespielt haben und heute ein neues Feature hier rausgekommen ist, nämlich Patrouillen. Man kann jetzt scheinbar seinen Wachleuten unterschiedliche Patrouillenrouten zuweisen, die man auch selbst erstellen kann. Und ich hätte mir gedacht, dass ich mal ein paar davon zumindest mache. Okay, Wegpunkte platzieren, Patrouillen in Richtung umkehren, letzten Wegpunkt rückgängig machen, Route löschen, Route abschließen, okay. Geht ja eigentlich ziemlich gut. Ich hätte gesagt, ich packe hier oben auf jeden Fall so eine Patrouille hin und hier unten halt ein. Ich weiß nicht, ob die einfach random hier spawnen können. Aber deswegen hätte ich halt für den Anfang irgendwie gesagt, packen wir hier so eine Patrouille hin. Sagen wir mal bis hierhin. Das passt. Und dann machen wir hier oben noch eine andere Patrouillenroute. Hier. So. Und das passt auch erstmal. Ich glaube, die müssen auch ungefähr gleich lang sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die auch noch irgendwo anders auftauchen können, aber das halte ich eigentlich für sinnvoll. Also bleiben wir, glaube ich, erstmal bei denen. Wo kann ich jetzt nur bei meinen Wachen das auch einstellen? Wahrscheinlich hier irgendwo. Patrouille zuweisen. Das ging dann doch easier als gedacht. Warum habe ich euch anders farblich markiert? Also ihr seid die mit genau Fernkampf. Nee, hä? Hä? Warum habe ich die verschieden markiert? Ich habe gedacht, das eine wäre ein Fernkampf, das andere wäre ein Nahkampf, aber das ist Bullshit. Hier, du bist Nahkampf und du bist Nahkampf. Du bist auch Fernkampf. Es ist so super verwirrend. Ich glaube, ich muss das mal neu machen hier. So, nee, du bekommst keine Patrouille zugewiesen. Sekunde. Du bist Nahkampf. Du bist Fernkampf. Fernkampf enden wir die Farbe, haben wir gesagt. Das heißt, du bist Nahkampf, das heißt, du kommst wieder dahin. Fernkampf. So. Haben wir es jetzt? Nahkampf, Nahkampf. Die anderen müssen alle Fernkampf sein. Ja. Okay. Dann hätte ich gesagt, weisen wir euch mal Patrouillen zu. So, du gehst die Patrouille lang. Gemeinsam mit
einer Nahkampfperson. So. Dann die andere Person für Nahkampf geht die andere Patrouille. Gemeinsam mit, was weiß ich, ihr. Und dann hätten wir noch zwei Leute, die auch Fernkampf sind, die aber dann jeweils ein bisschen anders unterwegs sind. Wo sehe ich jetzt gerade die Patrouillen? Ja doch, okay. Ich sehe, welche Patrouille denen jeweils zugeteilt ist. Du bist oben. Hä? Hä? Ich meine, das ist jetzt verwirrend. Der zeigt einem nicht wirklich richtig an, welche Patrouille die Person gerade macht. Ich würde hier gerne, wenn ich das hier mache... Ah, okay, nee, dann sehe ich welche Patrouille. Okay. So, du läufst die obere ab. Okay. Du läufst auch die obere ab. Du läufst gar nichts ab. Du auch nicht. Und der hier müsste wiederum die untere Patrouille laufen. Ja. Okay. Das heißt, zwei Leute können sich immer noch relativ frei bewegen. Ne? Da sind wir dann, hoffe ich, relativ safe. Die sollten dann halt auch die Gebiete hier hinten zum Beispiel patrouillieren. Aber die anderen haben dann eine feste Route erstmal. Ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, wie sieht es hier drüben mittlerweile aus? Bin unsicher, ob seit letztem Mal überhaupt was dazugekommen ist. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, wir öffnen mal. Das kann schon nicht schaden. Beziehungsweise, Sekunde, wir sollten vielleicht vorher schauen, dass wir hier bei den Monumenten Lichter abändern in das Hummer-Restaurant. Und dann gehen wir da nochmal rüber und sagen, öffnen. Sehr gut, haben wir auch gerade durch Zufall den Morgen da getroffen. War gar nicht geplant, aber solange es trotzdem funktioniert, ist alles gut. Ich warte gerade auf Kundschaft. Oder haben wir da andere Öffnungszeiten? Ah, 12 bis 5 Uhr, okay. 12 bis 5 Uhr, die reichen Leute, die kommen nicht vor Mittag. Das habe ich natürlich ganz vergessen. Warten wir da mal ein bisschen ab. Ich hoffe, wir haben da relativ viel an Vorräten. Ich weiß es, wie gesagt, nicht wirklich. Das werden wir alles erstmal lernen müssen, ob das so reicht. Vielleicht müssen wir dann auch halt ein paar Tische hier wegmachen und durch andere Sachen ersetzen, aber ich denke, wir sind eigentlich schon ganz gut dabei. Will auch wahrscheinlich niemand wissen, wie lange das Essen ja schon alles da steht. So, wie sieht es eigentlich hier bei unseren Lieferungen so aus? Beziehungsweise Sekunde viel eher mit... wo wollte ich denn hier? Können wir da uns irgendwas Neues schon leisten? Nein, aber wir sind ziemlich nah dran. Also, es wird bald. Oh, 12 Uhr, 12 Uhr ist durch. Kundschaft? Kundschaft? Help. Ah, da seid ihr doch. Und schön Geld da lassen. Die wollen alle nur essen. Hey. So machen wir doch kein gutes Geld. Holen die sich. Ah ja, die holen sich das selbst. Ah ne. Hä? Nee, die werden bedient. Hab kurz aus dem Grund gedacht, er wäre. Aber nee. Die werden bedient. Aber es ist, glaube ich, trotzdem okay, dass das hier in diesem Raum ist. Da hat jemand gerade was gekauft. Da gab es 1400 Dollar gerade. Ich glaube, so viel hat er nicht fürs Essen ausgegeben. So teuer ist Hummer dann auch nicht.
Wenn die mal alle aufhören, nur mit nur an Einzeltischen da zu sitzen. I don't like that. Also, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall von der Menge an Sachen, die wir hier produzieren, ganz gut dabei. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der Ansturm über den Tag hinweg ist, aber momentan ist wieder alles hier voll. Aber ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, weil unsere... Hier sitzen überall Kunden. Und unsere Bedienung läuft einfach rum und so da. auf der Suche nach Arbeit. Willst du mich ver... Also nee, Moment, du bist... So, Moment, wir sollten zu den normalen Arbeitern gehen hier. Ah, jetzt sei der Ding am Tun. Ja, also... Es geht. Es ist nicht super, aber es geht. So, ich hoffe, wir kommen nur auf Dauer auch mit dem Ansturm hier an. Und wir sollten auch so langsam mal ein bisschen was von der trüben Sorte hier bekommen. Ne, wer weiß, vielleicht will da ja jemand was. Haben wir eigentlich heute schon Plus gemacht mit dem hier? Oh. Ja, doch. Das kann man schon machen, würde ich sagen. Also es ist mehr als der Waschsalon und mehr als der Donutladen. Es ist noch nicht ganz am Hähnchenimbiss dran, aber das liegt halt wahrscheinlich daran, dass wir eine Sorte halt noch nicht hier haben. Sprich, das wird es probably sein. Wäre jetzt halt einfach mal so meine Vermutung. Vielleicht arbeiten unsere Leute aber auch einfach nicht schnell genug. Das kann auch sein. Nach was für Arbeitsplänen seid ihr denn unterwegs? 1 und 4, ne? 1 und 4, auch die Bedienung, ne? Ne, du bist bei 0. Wir haben hier 4, 1, 1, 4, 0. Und wäre es, wenn du auch nach einem normalen Arbeitsplan arbeitest? Hier 1, sagen wir mal. Und dann aufhörst, in der Pause zu sein. Sehr gut. Okay, dann macht halt keine normale Pause, sondern geht darüber ins Bad. Warum auch immer er da im Bad ist. Rudi, du arbeitest hier. Das hier ist das... Manche Leute hier. Warum gehen die überhaupt da auf Toilette? Hier ist eine Toilette. Nur für unsere ganzen Angestellten. Und sie nutzen sie einfach nicht. Wofür habe ich mir den Aufwand gemacht? Oh. Ja, dir geht's jetzt nicht so gut, ne? Ich behaupte einfach mal, das war nicht unsere Schuld. Aber ich glaube, gut Geld machen wir schon hier. Ja, 23. Der tägliche Profit ist momentan bei 95.000. Ich glaube, das ist schon okay. Was ich auch übrigens gelesen habe, ist, dass ihr der Meinung wart, oder ich zumindest in den Kommentaren gesehen habe, dass ihr nicht dem abgeneigt seid, was ich so an Ideen hatte für hier das gesamte Grundstück. Wie gesagt, ich würde ganz gerne auf Dauer, das werden wir jetzt noch nicht diesen Part machen, halt hier so einen Rundkurs draus machen. Im Prinzip überall mit denen hier, ne, dann kann ich hier so runtergehen und dann können wir da halt jeweils, haben wir da halt jeweils Anschlüsse an ganz normalen Straßenverkehr. Sprich, das müsste die Effizienz extrem steigern. Ich würde das halt vielleicht schon mal so ein bisschen exemplarisch vorbereiten. Das Umbauen wird vielleicht, zumindest beim ersten Teil, weiß nicht, ob ich alles in der Timelapse umbaue, aber zumindest den ersten Teil würde ich halt in der Timelapse gerne machen. Ja, weil ich da natürlich erstmal, gut, habe gerade schon kurz gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht, hier die Teile, also verbinden muss und das hier muss auch weg. Genauso da drüben halt, auch auf der Seite, ne, das muss auch erstmal weg. Gut, das hier ist jetzt nicht so super schlimm, aber ne, da drüben muss halt das hier alles ein bisschen abgeändert werden.
damit wir halt diesen Rundkurs hier tatsächlich auch nutzen können. In die Mitte kommt halt vor allem dann überall alles Produktion. Hier an die Außendinger halt so ein bisschen Versorgungssachen, wie hier auch schon. Und ich würde vielleicht in die exakte Mitte, also hier oder so, halt auch nochmal ein bisschen Toiletten und eine Küche und sowas hinpacken, dass die Leute halt, egal wo sie sind, hoffentlich nicht allzu weite Wege haben. Aber halt außenrum hätte ich schon ganz gerne überall die Möglichkeit, an die Straße direkt connected zu sein. Und probably würde ich auch für die einzelnen Sachen, die wir herstellen, halt an unterschiedlichen Teilen. Also hier vorne ist dann vielleicht erstmal in Zukunft nur die Cannabis-Sache. Und dafür dann natürlich die Autos, die es ausliefern. Dann packen wir den anderen Stuff gleich irgendwie hier hin, auf die Seite. Und dann sind hier unsere Auslieferfahrzeuge dafür. So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Aber das würde ich sagen, müssen wir dann alles in zukünftigen Parts sehen. Oder zumindest mal in einem Part, in dem ich ein paar Sachen hiervon umbaue, damit wir das im Grundprinzip machen können. Weil wenn ich das hier in normalen Parts mache, dauert das sonst für euch ewig. Und das weiß ich nicht, ob ihr darauf unbedingt so super viel Lust habt. Ich baue ja sowieso schon sehr, sehr viel hier um. Ich meine, es wird auch danach noch viel sein, was wir dann neu bauen müssen. Aber dann, ne, ist es nicht so viel abreißen und genau das gleiche nur nochmal woanders bauen. Das stelle ich mir halt für euch nicht so super interessant vor. Aber es ist zumindest hoffentlich eine gute Idee. 100% kann ich das ja noch nicht sagen. Aber hier wird schon wieder ein bisschen trübes Meth nicht ausgeliefert. Ich weiß nicht wieso. Und warum wurde gerade meine Kamera gedreht, als ich auf das trübe Meth geklickt habe? I don't know. So. Hey, schon wieder? Nee. Will nicht da oben hinschauen. Ich will da gucken, was mit dem Stuff los ist. Eigentlich sollte das passen. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber wir sehen ja auch, wir haben auf jeden Fall auch die Verpackstation dafür. Oh, haben wir die vielleicht nicht eingestellt momentan auf irgendwas? Doch, haben wir. Wir haben hier noch einen Roboterauftrag. Hatte ich den bisher nicht auf dem Schirm? Das erklärt nämlich auch, wieso das nicht dorthin geliefert wurde, an die anderen Sachen. Stimmt. Was wolltet ihr denn? Ach, okay, wir müssen da nicht zwei hinfahren. Moment. Einer reicht. So, Moment, du fährst zurück. Genau, und dann kannst du, was weiß ich, gerade hier am Hummer-Restaurant doch vorbeifahren, wenn du sowieso schon auf dem Weg da unten lang bist. So, das hier sollten wir da aber haben. Ja. Da bin ich doch mal happy mit. Da hatten wir wieder die guten alten Roboter. Moment, das hatten wir ja letztes Mal auch so gemacht. Deine Kernerinnerung, all diese Augenblicke werden sich auflösen wie Rauch im Nebel. Okay. Schon wieder? Ihr seid aber auch anspruchsvolle Kunden. Moment. Dann können wir nicht hier abliefern. Mensch, du musst mir helfen. Aktiviere Emotionen. Ich will Leben fühlen und dann Drogentrip. Klar. Gar kein Ding, Brudi. Gar kein Ding. Moment, warum bist du immer noch hier? Habe ich nicht gerade gesagt, du sollst heim? Ach nee, der liefert noch ab, ne? Ja, okay. So, der wird wieder beladen. Der andere probably auch. Und dann schauen wir doch mal. Also ich schick die nicht los, bevor wir hier, ne, den Stuff haben. Roboterhelm. Bekommen wir jetzt Roboterausrüstung? Wo auch immer wir die für brauchen oder was wir auch immer damit machen können. So, der eine ist schon wieder voll.
Und der Laster müsste mit 16 Kisten, ja, wohl nehmen. Wir brauchen ja 20. Könnt ihr mal da beladen, bitte? Ja, genau so. Nur jetzt halt ein bisschen schneller. Dann wäre ich auch happy. Wie sieht es bei den anderen aus? Sieht da noch alles okay aus? Weil ich habe im Kopf, dass ich da einige Sachen nicht mehr hinliefere. Gut, ja, wie gesagt, hier ist halt auch trüb nichts, weil wir das momentan für die Quests brauchen. Da drüben. Okay, da brauchen wir von der Standardsorte wieder mal ein bisschen was. Liefern wir da überhaupt hin? Nope. Nicht im Moment. Jetzt allerdings schon. Sonst theoretisch hätten wir hier immer noch ein bisschen Röst, was wir da auch brauchen. Ich glaube, das wird auch momentan nicht dahin geliefert. Nee. Den könnten wir auch mal wieder dahin bringen. Und dann schauen wir mal hier in dem Teil wieder vorbei. Gut, da brauchen wir auch wieder Standardsorte und Röst. Aber tatsächlich nicht mehr wirklich Amazonia, weil Amazonia ist relativ gut bestückt gerade im Moment. Amazonia ist die eine momentan hier, die brauchen wir nicht mehr. Aber Röst bräuchten wir die andere dort. Und Standard ist aufgeteilt schon. Ich habe jetzt gerade nicht mehr drauf eben geachtet. Ich glaube, da geht die andere Amazonia-Sorte hin. Da brauchen wir sie eigentlich auch nicht, weil, ne, klar, die eine Palette hier ist nicht ganz voll, aber alles andere ist gut. Sprich, dann können wir das doch gerade mal kurz hiervon weghauen und darüber bringen. Sobald er losfährt, also er wird vielleicht noch entladen. Also hoffentlich. Oder auch nicht. Bitte nicht entladen. Ah ne, es ist Nacht. Ups. Kann ja mal passieren. So. Moment, wie sieht's hier aus? Haben wir die beiden beladen? Nein. Immer noch nicht. Aber wir können hier schon mal ein bisschen was einkaufen. So, Chemikaliengießapparat. Schnellerer Chemikaliengießapparat. Das ist probably dann das Beste, was es gibt. Ist jetzt meine Vermutung. Ja, dann nehmen wir den. Nope, nope, nope. Yep. Der sollte passen. Dann hätten wir hier optimierte Schneidestation. Okay. Die ist dann, glaube ich, auch bald drin. Davon gibt es nicht noch eine größere Stufe. Also wir brauchen dann noch die Schneidestation, die automatische Chemikalienpresse. Hier im Grunde die neue Sorte, klar. Kühlregal, Veredelung und nochmal neue Sorte. Aber okay, dann wissen wir ja schon mal, was wir hier so brauchen. Und holy moly. Wir sind bei 600.000 gerade. Das ging erstaunlich schnell. Aber okay. Oh, die sind auch fertig. Das heißt, euch würde ich dann gerade mal... Wo sind wir denn? Hier. Darunter gleich fahren lassen. So. Danke, E-Tier. Mörderbot, Überschreibungsfrequenz. Auf Wiedersehen. Wow. Sind sie ein bisschen runtergekommen endlich. Die haben auch nochmal einen guten Trip gebraucht. Problem solved. so, Moment, ich hätte gerne gesagt, dass wir den Trucks bzw. einem davon folgen. Da sind sie. Sehr schön. Gute alte Robot Production Inc. So, ich hoffe, ihr bezahlt aber auch euren Stuff. Das wäre sehr, sehr wichtig. Haben die den einen schon abgeladen? Nee.
Jetzt habt ihr 10, 11. Ey, wehe, wehe, das ist wieder mal so ein Auftrag, wo es nicht unsere Schuld ist, dass es nicht richtig abgeladen wird. Dann bin ich sehr mad. Ich glaube aber, es ist nicht der Fall. Ihr habt doch locker jetzt schon 16. Ah ja, habt ihr. Alle gerne Erinnerung, wenn ihr nur sehen könntet, was ich gesehen habe, als ich allein war. Bei denen läuft. Bei denen läuft. So, ist wenigstens das, was wir da bekommen haben, ist wert gewesen. Sekunde, wählen wir gerade mal irgendeinen Angestellten aus. Was bringt denn der Roboterhelm überhaupt? Plus 30% Trefferpunkte, plus 30% Treffergenauigkeit. Das ist ziemlich gut, weil die stärksten Sachen, die wir bisher haben, bringen uns halt 40 Trefferpunkte. Und halt gar keine Treffergenauigkeit extra. Weil ich glaube, bei uns im Wachen haben wir momentan halt andere Sorgen. Was bringt das hier? 70 Trefferpunkte. Das ist, glaube ich, halt immer noch mehr wert. 70 Trefferpunkte versus 30 Trefferpunkte und 30% mehr Genauigkeit. Ist, glaube ich, immer noch mehr wert. Aber falls die Roboter halt auch irgendwelche coolen Anzüge haben, dann wäre das vielleicht eine Option. Ne? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wie dem auch sei, das hier soll es erstmal an der Stelle gewesen sein für den heutigen Part von Definitely Not Fried Chicken. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder und beginnen dann vielleicht schon mit dem Ausbau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir damit dann schon mal starten. Jetzt aber erstmal auf jeden Fall gerne ein Like da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich auch gerne ein Abo hier lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ciao!